Hey meine Freunde, lasst uns doch mal über Minecraft reden. Minecraft? Minecraft war das Spiel, was omnipräsent auf YouTube war, wodurch mein Kanal ein kleines Wachstum erfahren hat, wodurch viele andere Kanäle überhaupt erst so groß geworden sind, wie sie heute sind. Und dann, tja, war es auf einmal weg. Alle Projekte sind ausgestorben, Sky hat keinen Nachfolger mehr bekommen, Varo hat aufgehört, Leben hat aufgehört, alles hat aufgehört. Das Einzige, was jetzt noch lebt, ist Craft Attack. Craft Attack ist ein gutes Stichwort. Ich habe da wieder reingeschaut und dachte mir so, eigentlich wäre es doch mal wieder Zeit, Minecraft mal wieder eine Chance zu geben. Gerade auch, weil so viele Updates sind. Ich glaube, wir kommen jetzt auf die 1.18 zu. Das letzte, was ich gespielt habe, war die 1.10 oder so. Ich weiß es nicht. Warum also nicht mal wieder reinschauen? Gut aus der Community, kam auch schon die ersten Äußerungen. Hey Corona, machst du mal wieder zu Weihnachten einen schönen Server, auf dem wir vielleicht gemeinsam ein bisschen bauen können. Du kannst ein bisschen streamen. twitch.tv/Corona. Und wir können allgemein einfach wieder eine richtig geile Zeit in Minecraft haben. Und ich dachte mir, ja, klar, machen wir. Und da kommt ihr ins Spiel und vor allem Auftritt meines Partners G-Portal. Mit G-Portal arbeite ich jetzt ja schon seit mehreren Jahren zurück. Die stellen die Server für alle meine Projekte, die ich angehe. Und G-Portal hat auch was richtig Nices für euch. Ich kann euch nämlich nicht nur gleich zeigen, wie ihr euren eigenen Minecraft-Server erstellt. Nein, nein. Sondern es gibt auch noch 3 wunderbare Gutscheincodes zu verlosen für 10 Euro Guthaben auf gportal.de. Damit könnt ihr euren eigenen Server holen, egal ob es Minecraft ist, Ark oder whatever. Jedes Spiel wird da irgendwie angeboten. Also hier, Rust, Landwirtschaftssimulator, Minecraft, Ark, Arma, was auch immer ihr braucht, G-Portal hat es. Bevor ich aber zu den Gutscheincodes komme, die ich natürlich an euch verlosen werde, möchte ich euch erstmal zeigen, wie ihr denn selber einen Server dort erstellen könnt. Klickt dazu einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung und dann kommt ihr auf folgende Seite. Ich sollte euch nämlich eigentlich schon direkt die Seite für Minecraft angepinnt haben und dann könnt ihr mit nur 3 Klicks, glaube ich, sind es, einen eigenen Minecraft-Server euch bestellen. Wichtig dabei ist allerdings, wenn ihr noch ein bisschen sparen wollt, dann klickt wirklich unten auf den Link und seid euch sicher und achtet drauf, dass ihr diesen Banner hier, ja, den Corona-Banner, dass der dabei angezeigt wird, dann spart ihr nochmal 5%. Wenn ihr euch also für einen Minecraft-Server entscheiden wollt, habt ihr die Wahl zwischen 2, 4 und 6 GB Arbeitsspeicher oder ihr könnt einfach noch hochknallen bis, ich glaube, 64 oder sowas. Hierzu vielleicht gleich kurz die Anmerkung. Es ist abhängig davon, mit wie vielen Leuten ihr auf dem Server spielen wollt. Wollt ihr Minecraft Vanilla auf der aktuellsten Version, der jetzt bald rauskommt, in 1.18 spielen und ihr seid nur 3 Leute, dann reichen 2 GB vollkommen aus. Auch mit 4 oder 5 Leuten reichen 2 GB vollkommen aus. Wollt ihr ein bisschen mehr machen, zum Beispiel Modpacks oder ihr wollt mehr Freunde einladen? Bei Modpacks würde ich schon mal generell bei 4 GB ansetzen. Sobald ihr dann irgendwie so 8 bis 10 Spieler seid, würde ich dann eher sicherheitshalber auf die 6 GB gehen. Wir fangen zum Testen einfach mal ganz klassisch mit einem 2 GB Server an. Aber ihr könnt euch auch direkt, und das ist neu und ziemlich geiles System, ihr könnt direkt Modpacks oder Vanilla schon festlegen, bevor ihr den Server überhaupt bestellt. Hier zum Beispiel könnt ihr einfach mal eingeben Sky. Ja? Und dann seht ihr hier das Sky Modpack. Wenn ihr da draufklickt, noch ein paar kleine Infos. Ja, das ist Minecraft Sky von damals. Das Pack, was Skate damals gebaut hat. Auch das könnt ihr natürlich hier wieder spielen. Wir wollen allerdings Vanilla spielen, deswegen klicke ich einfach mal hier auf das Plus. Und dann sagt er mir nämlich schon 2 GB empfohlen. Ich klicke auf Jetzt bestellen. Zack. Dann geht er in diese neue Maske. Hier könnt ihr nochmal den Schieberegler rummachen, je nachdem wie viel ihr habt. Ich habe gerade gesagt, wir fangen mit 2 GB an. Hier oben seht ihr auch schon die 5%, die euch abgezogen werden. Wir zahlen also nicht 3 Euro für 30 Tage. Ich meine, überlegt mal, 3 Euro für 30 Tage, das ist weniger als ein Twitch-Sub. Ihr könnt auch 3 Tage auswählen, dann zahlt ihr gerade mal 85 Cent, natürlich mit meinem Reflink. Klickt einfach auf Weiter, macht euch einen Account oder loggt euch ein, bezahlt den Bums und fertig ist es. Und der Server steht. Das nächste, was ihr tun müsst, wenn ihr diesen Server habt, ihr habt ihn jetzt schon mal bestellt mit nur 3 Klicks, super easy, habe ich ja gesagt. Als nächstes müsst ihr ihn aber noch so einstellen, dass ihr drauf connecten könnt. Aber keine Sorge, ich zeige es euch natürlich. Links klickt ihr einfach in die Basiseinstellungen rein. Dort seht ihr zum Beispiel, Mods sind aktuell Minecraft Vanilla, die neueste Version, die dann ja hoffentlich auch bald dann die 1.18 sein wird. Ihr könnt ihm noch einen Namen geben und ihr könnt zum Beispiel auswählen, ob er eine Welt nutzt, die ihr vielleicht schon hochgeladen habt.
Das ist aber ein bisschen komplexer, wenn ihr euch da mit FTP-Servern und so einem Upload nicht auskennt. Würde ich euch immer eine neue Welt empfehlen. Hier könnt ihr einfach eine neue Welt erzeugen. Ihr könnt ihr einen Namen geben, das könnt ihr auch einfach World stehen lassen. Einen Seed, wenn ihr einen speziellen Seed spielen wollt. Survival Mode ist selbsterklärend. Wir machen ihn mal ein bisschen schwerer. Wir können eigentlich auch direkt auf schwer machen, ne? PvP soll aktiv sein. Und wenn ihr noch ein bisschen runterscrollt, gibt es irgendwo Level Type. Da könnt ihr natürlich für eine normale Welt, eine Flat Welt. Ihr könnt aber auch hier Large Biomes auswählen. Ihr könnt die ganzen verschiedenen Mod-Sachen, hier Biomes of Plenty zum Beispiel. Dann könnt ihr euch, wenn ihr die Mods installiert habt, auch einfach eine zufällig generierte Welt damit erstellen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch eine Void World machen. Amplified sieht immer ganz cool aus. Von daher probieren wir Amplified aus. Hier gibt es noch den Regler für Hardcore, aber den wollen wir nicht. Das Ganze speichert ihr mit dem Knopf Save. Und das war's eigentlich schon. Jetzt könnt ihr hier oben einfach den Server anmachen. Ja, wir klicken drauf, er springt von Offline auf Starting, dann auf Online. Und dann läuft er. Das war's. Kopiert euch einfach hier oben diese IP raus, startet Minecraft und edit einfach euren Server. Hier die IP rein kopieren. So, ja, das passt. Dann und da ist euer Server. Leute, ist es nicht wunderbar? Es ist sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe und es ist... Oh, es fühlt sich gerade irgendwie gut an, muss ich sagen. Mal wieder. Oh, guckt euch diese Welt an. Was ist das? Achso, das ist... Ah, das sind diese riesen Biome. Direkt mal in einem Pilzbiom gespawnt. Und jetzt juckt es mich ja schon fast in den Fingern, herauszufinden, was es alles in dieser Welt gibt. Aber damit muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Zumindest bis ich im Stream den Server offiziell eröffne. Vielleicht lasse ich auch nochmal eine neue Welt generieren, weil jetzt, das habe ich jetzt schon mal gesehen, vielleicht gibt es ja irgendwie noch andere coole Sachen. Mal schauen. Unendliche Möglichkeiten, Freunde, und unendliche Möglichkeiten warten auch auf euch. Also Leute, ganz einfach. Unten auf den Link klicken, dann habt ihr die 5% auch noch, wenn ihr über meinen Link da reingeht. Klickt euch einfach durch, mit 3 Klicks habt ihr euren Server, dann noch ein paar mehr Klicks, richtet die Sachen ein. Easy as that, und innerhalb von 5 Minuten habt ihr euren Minecraft-Server online und könnt mit euren Freunden loszocken. Solltet ihr aber nochmal Probleme haben, dann wendet euch gerne an G-Portal. Die stehen mit ihrem Support immer sehr schnell und sehr gerne zur Verfügung. Helfen euch bei einem kleinen Problem, die sich mal so ergeben könnten. Wenn euer Server mal sich aufhängt, wenn irgendwas an Problemen auftreten, sind die Jungs und Mädels für euch da. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche anderen Probleme habt, könnt ihr sie natürlich auch gerne mal zuerst in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich euch ja auch weiterhelfen oder ich leite sie einfach weiter und dann finden wir schon eine Lösung. Habe ich nicht irgendwas vergessen? Ach ja, es gab da ja noch etwas für euch zu gewinnen. 3x 10 Euro Guthaben für G-Portal habe ich noch für euch am Start. 2 davon könnt ihr direkt in diesem Video gewinnen. 1 gibt es auf Twitch. Am 19.12. ab 10 Uhr werde ich live gehen. Übrigens immer sonntags ab 10 Uhr. Und dann werden wir gemeinsam eine Runde Minecraft spielen. Und im Lauf dieses Streams, irgendwann zwischen so vielleicht zwischen 11 und 13 Uhr, ich weiß es nicht genau, solltet ihr dabei sein, denn dann gebe ich nochmal einen Code raus. Also schaltet rein, 19.12. ab 10 Uhr im Stream. Und dann habt ihr noch eine weitere Chance. Um an die anderen beiden Karten reinzukommen, ganz einfach unter diesem Video kommentieren. Was war so euer Lieblings-Minecraft-Projekt? Wie seid ihr zu Minecraft gekommen? Schaut ihr viel Minecraft? Vielleicht noch aktiv? Vielleicht habt ihr Minecraft mal geschaut? Wie ist eure Beziehung zu Minecraft? Und vor allem das Wichtigste, was würdet ihr mit 10 Euro Guthaben bei G-Portal anfangen? Schreibt es mir in die Kommentare, Freunde. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen mich auf dem Server umgucken. Natürlich als Vorbereitung für den Stream, selbstverständlich. Und ich wünsche euch aber ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel und hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut sie natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich versuche aktiv alles zu beantworten, was da in den Kommentaren gefragt wird. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch weitergeholfen hat und dass vielleicht der ein oder andere hier mit einem 10-Euro-Gutschein für G-Portal nach Hause geht. Freunde, ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen traumhaften Tag, macht es gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal.